So, aber wollen wir jetzt mal hier gucken, den angeben können. Ah, hier. So, damit ich mal einen klaren Durchblick habe, hier Brille, ne? Hier von Optik Müller. Ne? Die hat einiges gekostet. Mensch, da kannst du dir einen kleinen Wagen von holen. Ne? Wahnsinn, die Mädels haben da um mich herum getänzelt. Herr Weber, Herr Weber, das sieht ja super toll aus. Da reden wir 265 Euro Last. Raten, technisch. So, raten, ne? Im Monat abdrücken. Aber einen noch wichtig machen, ne? Das sind die richtigen hier. Ne? Aber die Deutschen haben das ja in unseren Genen drin. Machen immer allen voll einen auf wichtig. Ne? Haben den fettesten Vorgarten, den fettesten, das fetteste Haus, ne? Den fettesten Wagen und das fetteste Dispo, voll überzogen aller Zeiten. Ne? Aber ein voll auf dicke Hose machen. Ja, aber dann können wir das. Was haben wir uns? Das ist so, wir hatten ja damals nichts gehabt und dann ganz plötzlich Peng! Und haben uns völlig übernommen und jeder ist jetzt völlig übernommen und benommen. Ja, alle quasi pleite, aber machen einen auf dicke Hose. Naja, also, wir haben am Wochenende jetzt unser, ja, unser Vermietwochenende gehabt. Das war jetzt also wirklich Rödelei ohne Ende. Und ich muss sagen, ja, ich bin im Arsch, ich bin auch noch immer im Arsch. Ja, und heute ist auch übrigens noch Montagmorgen. Also, ich habe jetzt noch immer drunter zu leiden. Mit 44 ist das nun mal so, dass man nun mal halt darunter leiden muss, wenn man zwei Tage lang durchgerödelt hat. Ich bin das Arbeiten ja nicht gewohnt, ne? Ich bin es ja nicht gewohnt. Ich arbeite ja nicht. Ne? Ich tue ja auch nichts. Ne? Das ist ja so, ich mache ja nichts. Ich mach doch nichts, mache ich. Ich bin der Weber, der macht doch nichts. Der ist doch permanent. Der macht doch nichts, der Weber. Der sitzt nur blöd in der Elektrischrichtung und macht doch nichts. Ja, haben wir am Wochenende mal gearbeitet und gerödelt. Ne? 50. Geburtstag in einem durchgerotzt. Ich war so von nervös. Ich meine, ging so der Kackstift. Ne? Aber mediterranes Essen aufgeklotzt, die Leute haben da reingehauen ohne Ende, das Geburtstagskind hat über alle Backen gestrahlt, Wahnsinn. Danach Umbau zum Wiener Kaffeehaus Nachmittag, was da von der Eurega hier veranstaltet worden ist, Wahnsinn. Immer um 13 Uhr Fuchten wurden geöffnet, war ja eigentlich eine Ausstellung und um 15 Uhr sollte dann eigentlich der Wiener Kaffeehaus Nachmittag beginnen mit Dudelei auf unserer Bühne. Dann haben die Leute aber etwas anders gesehen, die waren um 13 Uhr hier. Die Ausstellung ging dann so ein bisschen am Rande vorbei, die wollten nämlich sofort Kaffee trinken. Ne? Ein bisschen leichte Hektik gewesen und so, ne? Aber hat gut geklappt. Und das ist mir eine Sache aufgefallen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Leute sind zu uns hingekommen und haben gesagt, hören Sie mal, haben Sie kein Monatsplakat? Haben wir. Hängt draußen an der Tür. Übrigens auch in dem Schaukasten. Und falls Ihnen nicht aufgefallen ist, wir haben auch Plakate an der Wand, an der Häuserwand, weil wir sind ja blank, wir haben ja keine Kohle mehr. Ne? Deswegen plakatieren wir momentan das ganze Haus zu mit irgendwelchen Plakaten von den Veranstaltungen, die im Oktober sind. Deswegen wir haben Plakate. Aber ich setze jetzt mal einen drauf und verkünden heute hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Oktoberausgabe vom Marité Freigeist. Wir fangen an mit dem 3.10.2012 Poetry Slam mit Makipause und Hanan H. Nein, die moderieren nur den Abend. Also jeder, der meint, ihr könnt einen Dicht vortragen oder hat irgendetwas geschrieben, selber geschrieben, kann er dies gerne an diesen Tage vortragen. Anmeldung bitte unter kontakt@varieté-freigeist.de oder einfach mal auf www.varieté-freigeist.de gehen. Das ist nochmal alles drauf. Da sind alle Infos drauf, die man braucht, um sich dort anzumelden. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. An alle Studenten und Schüler. Ding, 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 ding. Achtung, Warnsignal. Bitte Ausweis mitbringen, Schüler- oder Studentenausweis, sonst keine Ermäßigung. Auch kein Betrug oder sonstiges an der Kasse versuchen und auch nicht mit Koks hier versuchen, die Leute zu manipulieren. So von wegen hier, nimm mal einen Spiegel, zieh dir mal eine Leine oder so, geht gar nicht. Also, ne, immer Augen auf. Dann am Samstag, den 6.10.2012, Back in Town, es singen und zwingen der fabulöse Roland und Achim Bardol. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr, Eintritt 6 Euro. Ja, und voraussichtlich wird es an dem einfach etwas zu essen geben. Essen, Fingerfood, Essen. In diesem Fall möchte ich ganz gerne erwähnen, es gibt keine billigen Algenfrikadellen, die dann halt anschließend für 3,50 Euro ein Stück verkauft werden. Mit Senf dazu, der dann so schmeckt, als wenn du den Nachbarn in die Ohren gepopelt hättest. Ne? Also, es singen und swingen. Das ist ein Swing-Abend. Swing, Swing.
Ne? Kein Techno, kein 80er, kein 90er, Swing. Weißt du, aber hier von wegen Dean Martin, James Dean und. Ne, Quatsch. Sammy Davis Jr., hier die ganzen Leute aus den 60ern, ja, Frank Sinatra, hier da, ne, die mit Al Capone so, ne, da Show gemacht haben, ja, so Perdu, ne, hier, da, die treten nicht auf, aber wir machen so was Ähnliches, Swing. So, Swing, Swing, okay, Swing. Swing-Abend. Nett vielleicht anziehen, vielleicht ein lecker, schönes Jackett oder wie auch immer, ist kein Muss. So, Eintritt. 6 Euro. Bing, bing, bing. 6 Euro. 6. Nicht 8, nicht 12. Nicht 4, nicht 3. 6 Euro. Also steht nicht nachher an der Kasse und fragt, kostet das 6 Euro? Es kostet 6 Euro. Weil da steht 6 Euro drauf. Also wird sich das zwischen dem Plakat und dem Gang zur Kasse definitiv nicht ändern. Okay? 6 Euro. Ich bin mal gerade unterbrochen worden, da war gerade hier so ein leichtes Erdbeben und jetzt habe ich auch eine Halsschleife hier dran. Heil! Ach, 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 willkommen im psychedelischen Heil mit Ralf Weber. So, gut, mach mal einen kurzen Kaffee. So, dann am Mittwoch, den 10.10. Heinrich und Edeltraut laden ein in ihr skurriles Wohnzimmer. Stargast ist übrigens Thorsten Knippertz. Der Stadionsprecher von hier, ne, der, von der aufstrebenden Mannschaft, die VfL, die Borussia Mönchengladbach, ne? Dann haben wir noch einen geheimnisvollen Gast. Und ja, da machen wir jede Menge Spaß. Da haben wir zusammen mit allen Leuten, die da kommen werden, haben wir in einer gemütlichen Runde, haben wir ein skurriles und lustiges, diskussionswürdiges rund um den Fußball und Oktoberfest. Ja? Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr, Eintritt 5 Euro. 5 Euro. 5. Ne? Bing. 5. Verzichtet erstmal eine Schachtel Zigaretten. Bei uns darf es sowieso nicht gebraucht werden. Ne? 5. So, dann. Freitag, den 12.10.2012. Moses W. Der unglaubliche Moses W. Und sein Programm. Er, sie, es. Stand-up-Comedy mit feiner Musiknote. Ich habe den Moses ja mal selber kennengelernt beim Ende der Comedy Contest und mit Kollegen uns unterhalten. Er hat ein grandioses Programm zusammengestellt, was seinesgleichen sucht. Also für alle Leute und Freunde auch von Stand-up Comedy und gepaart mit musikalischem Pinkel-Plankel, absolut geil. Und der Einlass ist auch um 19.30 Uhr, beginnt auch um 20 Uhr, vielleicht auch um 20.30 Uhr. Eintritt an diesem Abend 8 Euro. 8 Euro. 8. 8. 8. So, dann, den Sonntag, den 14.10. haben wir hier so eine Modeshow, ne, von der Firma oder von Soyo. Ne, das ist halt für Leute, die etwas fülliger sind, das heißt also etwas fülliger, so Mode nach Maß. Ne. Das fängt dann hier an, ne, ab 11 Uhr und nochmal ab 15 Uhr, das heißt also, es sind da zwei Läufe, da kann man sich den ganzen Tag hier aufhalten und dann können sich die Damen dann auch gerne mal über Mode unterhalten, eine ganz schicke Sache, ja? Dann, da freuen wir ganz groß hier Mittwoch, der 10. David Grasshoff, mit 2 S geschrieben, da habe ich 2 S drauf gehauen, das hat er mir gesagt, immer zu, das machen die immer, die sind voll blöd, die Leute, ich auch, Grasshoff, normalerweise mit einem S, ne? Also, David Grasshoff, der liest hier vor, Dirty Net, Comedy-Lesungen, Poetry Slam, ja, das ist ja ein Poetry Slam, das ist normalerweise ein Dichter, ne? Der hat also einige Sachen schon gewonnen, ist also wirklich grandios, was er da macht. Und die Mädels, also der ist ja schon mal aufgetreten, die Mädels, also wirklich Mädels, ich kann sagen, vorbeikommen, der ist ja auch richtig für euch. Ne? Also ist ja auch ein charmanter Kerl. Der wird auf jeden Fall den ganzen Abend hier vorlesen, das ist auch Mittwoch. Jawohl. Also wirklich super. Einlass ist um 19.30 Uhr, beginnt 20 Uhr. Warum denn um 20 Uhr? Wird auch 20.30 Uhr, müssen wir mal schauen. Eintritt 5 Euro. 5 Euro. 5. Nicht 15, 13, 18, 20, 11. Danach, Freitag der 19.10. Manuel Wolf. Manuel Wolf. Stand-up Comedy. Musikkabarett und ein guter Schuss Improvisation. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Eintritt 8 Euro. 8. 8. Manuel ist ein echt netter Kerl. Das wird total lustig, weil er da macht. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, auf dem Freitag.
braucht man sich nicht zuzusaufen, guckt mal vorbei, weiß man, was man tun kann. Dann nächste Mal wird er nochmal arbeiten, aber einen netten Abend gehabt. Ne? Samstag ist ja immer, wie früher. Samstag geht man immer arbeiten, Sonntag mittlerweile auch. Die da draußen arbeiten hier nur noch. Für 7 Tage. Ne? Deutschland, Arbeit! Haha! Hier ist man glücklich. Ich möchte gerne wissen, warum die ganzen Ausländer hier hinkommen. Hier ist nichts Goldenes, wie man euch da drüben vorgaukelt. Immer ist harte Arbeit hier. Harte Arbeit. Ne? Nicht mehr hier so 5 Tage hier arbeiten und 2 Tage Eier kraulen. Da kannst du meine Tonne kloppen, kannst du. Meine Tonne kloppen, kannst du das hier. Weil der immer mal ab hier. So. Danach. Ja, für alle Esoterik-Freunde und für alle spirituell angehauchten Menschen dort draußen. Man hat uns mal angehauen, ob ich eventuell mal so einen Esoterik-Abend machen können, einen spirituellen Abend. Ja, oder deswegen gibt es dann halt Free Your Mind. Offener Esoterik-Abend mit Smalltalk und Live-Session-Musik. Die Nano-Junkies treten an dem Abend auf. So Elektro-Gebrutzel, sphärische Musik, die live aus dem Nichts entsteht. So, ne, quasi machen wir, ne, der Micha und ich, dann auf der Bühne, so begleitet zu den Gesprächen, so sphärisches Zeug. Wir wissen ja nicht, wo das hingeht. Meistens tritt man nämlich dann auf und wissen gar nichts, was wir drin haben. Und das kann dann halt wirklich sehr, sehr experimentell werden, auch teilweise auch sehr schön oder auch nicht, aber meistens ist es schön. Gut, danach haben wir dann, das haben wir schon zu Ende, 21.10. Autorenlesung. Stefan Hähnel liest mürrische Kurzgeschichten, kann ich sehr wärmstens empfehlen, das ist auf dem Sonntag. Ne? Das heißt also, beginnt 18 Uhr, das heißt also, da könnt ihr danach noch eventuell hingehen und da auch zu Hause gucken. Eintritt 5 Euro. 5. Einer 17 Uhr, beginnt 18 Uhr, Eintritt 5 Euro. Ne? So, und dann kommt der Cam, der Cem. Ne? Freitag, 26.10.2012, Last Friday Comedy Club mit Cem, Deren und Gästen. Ich verrate nicht, welche Gäste das sind, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich Hammer, was der da wieder aufgetragen hat. Einlass 19.30 Uhr, beginnt 20.30 Uhr. Abendkasse 10 Euro, Vorverkauf 8 Euro. 8 Euro. Abendkasse 10, Vorverkauf 8 Euro. So. Damit habe ich jetzt das erste Monatsprogramm vorgelesen. Also es besteht definitiv ein Monatsprogramm. Könnt ihr euch auf der Seite runterladen bzw. anschauen. Varieté-freigast.de. Ich wiederhole. Varieté-freigast.de. Quatsch, Blödsinn. Ihr wisst, was ich meine. Ne? In diesem Sinne, einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Wir sehen uns. Tschüss.